begrüße euch recht herzlich zu eurem Video. Wir schauen jetzt mal gemeinsam hinein, was möchte deine Seele dir mitteilen? Was ist so wichtig, dass die Seele dir jetzt diese Botschaft übermitteln möchte? Dazu habe ich meine Karten schon ausgewählt und gemischt natürlich und geschaut, was ist am untersten Kartendeck. Das werde ich wie immer euch beschreiben, ein bisschen was dazu sagen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Karin Sophie. Fühlt euch alle ganz herzlich von mir begrüßt. So, jetzt würde ich sagen, wir starten mal in deine Seelenbotschaft hinein. Da hat sich die Lichtpriesterin gezeigt mit der galaktischen Weisheit und kosmisches Ritual. Gut möglich, dass deine Seele möchte, dass du dich in einem Ritual nicht teilnimmst. Ich habe eher das Gefühl, dass du, was ist dein Ritual? Wenn du morgens aufstehst, denkst du positiv? Stehst du morgens auf mit einem strahlenden Gesicht oder sagst du, Mensch, schon wieder ein Tag, du musst schon wieder arbeiten gehen? Also hier geht es um dein Ritual, was du positiv für dich tun kannst, sagen sie mir oder eure Seelen. Denn hier geht es auch um Wunder, aber bevor das Wunder kommen kann, geht es darum, deine Seele möchte etwas entdecken. Also hier geht es auch um Aktivitäten, Entdeckung, etwas machen, was du noch nicht gemacht hast und deine Seele wird dir bald etwas offenbaren und auch lehren. Sehr schön. Dann haben wir hier die Sterne. Die Sterne zeigen immer eine Klarheit an. Sie zeigen auch den Winter an. Aber ich sehe hier auch mit der Sternenkarte, dass du vielleicht mal nach den Sternen greifen darfst, auch mal deine Lichtführer um Hilfe zu bitten. Also wir haben hier echt eine Wunscherfüllung mit den 6 der Kelchen auch noch dazu. Also gut möglich, dass sich hier ein Wunsch erfüllen wird. Etwas geht sehr, sehr schnell vorwärts. Deine Seele sagt, du hast eine Begabung, aber du bist jemand, entweder traust du deinen Begabungen noch nicht oder du hast das Gefühl, du bist noch nicht gut genug. Dieses solltest du über Bord werfen. Deine Begabung ist absolut wundervoll. Du hast nämlich immer die Wahl, sagen sie, lebe deine Visionen. Ja, hier ist es wichtig, dass du deinen Visionen auch teilst mit anderen Menschen. Was ist deine Vision? Was möchtest du erreichen? Was ist dein Ziel? Deine Seele möchte mehr, dass du dich mehr widmest deiner Begabungen, denn du hast immer die Wahl, sagt deine Seele. Der Wagen. Hier geht es relativ schnell vorwärts. Du kommst auch relativ schnell vorwärts und die Seele sagt mir auch, bei manchen von euch, ihr seid zu unkonzentriert beim Autofahren. Also ihr dürft mehr Konzentration beim Autofahren haben. Also Konzentration im Auto bitte. Ja, also konzentriert euch im Auto. So, dann sagen sie mir, deine Seele sagt, du bist ein absolutes Lichtwesen und deine Seele sagt, ich möchte dich jetzt umarmen. Und das machen wir jetzt. Ich bin jetzt ganz still, ich halte die Karte und vielleicht spürst du sogar deine Seele, wie deine Seele dich umarmen möchte bzw. umarmen wird. Einige von euch werden es stärker empfinden. Sonst speichere dir die Zeit ein, wo wir das jetzt machen und du kannst auch zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal einschalten und dann es noch einmal machen. Ja? Egal, das ist zeitunabhängig, ne? Also es ist egal, wann du dieses Video anschaust. So, ich bin jetzt ein paar Minuten still und ihr verbindet euch mit eurer Seele. Ich spüre bei mir jetzt schon mal ganz viel Wärme, ganz viel Herzchen. Es ist wunderschön, die Energien, die jetzt zu euch fließen, von eurer Seele, Seelen. Wunderbar. Also, du kannst noch auf Pause drücken und das noch ein Stück weit genießen. Ich gehe aber jetzt weiter in der Legung.
Und die himmlischen Wesen sind auch an eurer Seite und helfen euch bei der Transformation, bei der Umwandlung. Also hier zeigt sich auch die Transformation. Also hier transformiert sich etwas oder jemand ist auf dem Weg zur Besserung oder du besserst dich. So, ich schreibe mal Seelenumarmung. Und dann schauen wir mal, was hat deine Seele, möchte sie dir jetzt mitteilen. So, dann schauen wir mal. Ja, die Weisheit, die Kraft, deine Seele sagt mir, du hast die Weisheit, du hast die Kraft, du hast die Wahlmöglichkeit, weil du den Weg hast. Da wären wir wieder beim Straßenverkehr, dass du hier vielleicht ein bisschen achtsamer, wachsamer bist, aber auch deinen eigenen Weg. Wie möchtest du deinen eigenen Weg gehen? Deine Seele sagt, du hast so viel Potenzial. Widme dich jetzt in nächster Zeit, die nächsten 2 Monate, widme dich ganz intensiv, bitte deiner Seele. Also deine Seele bittet dich, die nächsten 2 Monate intensiv dich mit deiner Seele zu beschäftigen, denn hier ist viel Weisheit und Potenzial zur Verwandlung und auch deine Sichtweise auf die Dinge werden sich verändern. Also die Sicht der Dinge wird sich verändern. Wie du etwas wahrnimmst, wird nicht mehr so sein, wie du es noch zuvor wahrgenommen hast. Deine Seele sagt auch, du darfst wieder mehr dich dehnen, ja, fragt mich nicht warum, also hier geht es auch um Stretching, das heißt, du darfst wieder deinen Körper ausdehnen und dehnen ist total wichtig für den Körper, auch wenn du älter bist, dass du leichte Dehnübungen machst, da kannst du auf YouTube wirst du sicher mehrere Dinge finden dazu, also dehne deinen Körper, hier ist eine Unelastizität, das heißt, hier geht es wieder darum, dass du deinen Körper stabilisierst und stärkst. Durch Dehnung und durch das, dass deine Chakren dann auch wieder automatisch fließen können. Ja? Also hier fließt etwas zu dir und hier möchte wieder Heilung in dein Leben kommen und das Schicksal ist auch an deiner Seite. Sehr genau, gut. So, was möchte deine Seele dir noch mitteilen? Schauen wir mal. Ja, hier passiert Heilung, meine Schatzis, ja. Also hier kommt Stabilität hinein. Wow, also ja, das Universum sagt auch und zu deiner Seele übrigens, deine Seele ist eine wunderbare Seele. Es geht darum, dass du dich zu Hause deiner Seele widmest. Aber deine Seele sagt, hey, warum hast du denn bloß so viel Angst davor, dein Zuhause zu verlassen? Warum hast du so viel Angst, nicht rauszugehen? Warum hast du Angst, nicht beweglich zu sein? Warum hast du Angst vor Abenteuer? Warum hast du Angst, das Leben von einer anderen Seite aus zu betrachten? Mach mal das, was du noch nie gemacht hast. Also hier schreit anscheinend die Seelen von euch, dass ihr mal etwas machen sollt, was ihr bis jetzt noch nicht gemacht habt, weil ihr euch zu klein, zu eng, nicht gut genug, was auch immer gefühlt habt.
Das soll sich verändern. Deine Seele sagt, hey, ich möchte wieder das Glück, ich möchte dich strahlen sehen, ich möchte dich lachen sehen, ich möchte dich an deine kindliche Seite sehen. Ich möchte, dass du nicht nur an deinem Ich arbeitest, sondern dass du dein Ich auch genießt, deine Seele. Ich bin da, aber ich habe dir diesen Körper zur Verfügung gegeben, damit du eben genau das alles erreichen kannst, damit du eben nicht nur hart für dein Geld arbeitest, sondern dass du dir auch die Freizeit herausnimmst, etwas Sinnvolles im Leben zu machen. Also ganz klare Botschaft von deiner Seele. Aber etwas glückt dir oder das wird dir glücken, weil wir hier haben den Reiter und wir haben das Haus. Also hier geht es um Stabilität und um Fortbewegung. Also du wirst dich relativ rasch fortbewegen, also du wirst es dir zu Herzen nehmen und vielleicht ganz neue Wege gehen. So, ich schiebe jetzt noch ein bisschen an. Ich hoffe, ihr könnt das dann noch alles sehen. Ich hoffe, aber sonst kriege ich die einen. Ja, jetzt seht ihr, glaube ich, alles relativ gut. So, ja. Gut. Ah ja, und das ist das Herz hier. Und ich glaube auch, dass du mit deinem Herzen, mit deinem reinen Herzen dein Glück findest. Und die Seele sagt, hey, ich liege in deinem Herzen und nicht irgendwo anders. Und warum tut Liebe niemals weh? Wenn jemand einen Herzstillstand hat, der tut nicht weh. Ja? Der Schmerz dorthin, was zu dem Stillstand führt, der tut weh. Also immer, ich versuche euch immer, alles was im Physischen, mit uns physisch klar ist, ist oft den Menschen in der Spiritualität noch nicht klar. Also Liebe tut niemals weh. Das kann gar nicht sein. Noch weder im physischen Körper, noch weder in der spirituellen Welt. Wow, der Engel der Energie. Wir haben jetzt wieder die Kraft, ne? Also hier, du bist ein extremer Energiebündel und deine Seele sagt, hey, das wäre eine Verschwendung, mach bitte was mit deiner Energie. Du hast so viel Energie, so viel Leidenschaft, so viel Kreativität. Nütze sie, mach es. Geh jetzt hinaus und genieße deinen Spirit, genieße deine Energie, genieße deine Aufmerksamkeit. Widme dich wieder dem, was du machen möchtest, weil das Paradies liegt dir zu Füßen. Du musst es aber nehmen, sagt deine Seele. Du musst es dir nehmen und bitten, dass sich hier etwas verändern darf. Dein Zuhause, ja. Hätten wir schon, ne? Also deine Stabilität. Hier, dein Zuhause ist da, wo du glücklich bist. Glück, Zuhause. Kläre dein Heim, es ist an der Zeit. Hier sagt deine Seele, du darfst wieder dein Zuhause ausräuchern, gut lüften, ja, dass du dich frei fühlst, dass du dich unabhängig fühlst, dass du dich gut fühlst, ja. So. Der richtige Weg, Ordnung schaffen. Also hier geht es darum, dass du Ordnung schaffst. Für den richtigen Weg. Vielleicht hast du in deinem Zuhause irgendwie Chaos, ich weiß es nicht. Vielleicht sollst du mehr zusammenräumen, hinter die Ecken mal putzen. Vielleicht liegt noch irgendwo, weiß ich nicht, Tannennadeln vom Tannenbaum. Also hier geht es auch um diese innere und äußere Reinigung sehr, sehr stark, damit du dich transformierst. Ja? Also hier geht es um Transformation, um Reinigung und um Klarheit. Und sie sagen, du wirst, wenn du deine Kraft, deine Stärke gefunden hast, wirst du den richtigen Weg gehen. Die Seele triggert euch an, jeden Einzelnen, jede Seele von euch triggert euch an, dass ihr zu dem richtigen Weg hingeführt werdet. Wo immer euer richtiger Weg ist, eure Seele schreit schon relativ laut, um eure Herzöffnung. Öffnet eure Herzen, sagen eure Seelen. Eure Herzen sind nicht offen, zumindest nicht hundertprozentig. Hier geht es um dieses Tor der Herzöffnung. Öffne dein Herz. Klare Botschaft, ne?
So, dann schauen wir mal karmisch. Gesundheit. Dann schauen wir mal, welche karmischen Themen möchte deine Seele dir mitgeben? Fülle. Wow, da ist jetzt nur kein Lernthema. Sie sagt, deine Seele, du wünschst dir Fülle, dann geh dorthin, wo Fülle ist. Boah, ihr habt aber Seelen. Hey, hallo, hallo. Ja, immer leichter gesagt wie getan. Der Mensch muss es umsetzen. Aber deine Seele sagt, du wirst Fülle erlangen. Es wird dich glücklich machen, das, was du tust. Langfristig, ja. Also lange, auf lange Sicht gesehen wirst du das machen, was dich glücklich macht. So. Die Vision. Deine Seele sagt, lebe deine Visionen, lass Angst los. Angst ist nur etwas, wo du glaubst, dass es etwas Riesengroßes ist. Und wenn du genau hinschaust, wirst du erkennen, dass es eine kleine Katze und ein kleiner Hund ist. Ja? Also du siehst vielleicht die Ängste, die du gar nicht sehen solltest oder bräuchtest. Und das ist schon gut hier. Vergeben. Einige von euch dürfen noch jemanden vergeben. Vielleicht dir selber. Ja, die Seele sagt, umarme mich. Ja, das, was wir heute ja schon auch gemacht haben. Umarme deine Seele öfters. Danke deiner Seele für diesen wunderschönen Körper, den du bekommen hast. Die Seherin. Zukunftsausrichtungen, anstehende Entscheidungen, bitte um Führung. Deine Seele sagt, du sollst dich zu einer Seherin, zu einem Seher hinbegeben. Und ich bin auch eine Seherin, ein Seher. Also Seher, ja, vielleicht männlich und weiblich. mein Gott, wenn du das Gefühl hast, dass ich zu dir passe, dann und du möchtest gerne, dass wir da wohin schauen, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Da haben wir die Zukunftsorientierung. Das heißt, du darfst dich der Zukunft orientieren. Deine Zukunft wird ein glücklicher. Also hier geht es um eine glückliche Zukunft. Da entweder sagt man dir das voraus, du kommst wohin und man sagt es dir voraus und da haben wir wieder den Weg. Dieses Mal haben wir den Edelsteinpfad, Mineralgeister, Kristallwesen. Lege dir einen Kristallstein zu und wir werden jetzt gleich danach einen Stein ziehen, der für dich gut ist. Das werden wir jetzt gleich machen, weil ich bin so ein Fusi, dass ich das immer gleich vergesse. So, ich nehme dieses Mal diese Steinekarten und dann schauen wir mal. Hoppla, mal angesogen hier. So, welcher Stein ist hier für euch wichtig, liebe Seelen? Welche Steine sind für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Buh, viele. Okay, gut. Lapis Lazuli ist mal für eine Person gedacht oder für mehrere Personen. Also spürt euch selber hin, lest euch mal die Wirkung durch von Lapis Lazuli. Denn da geht es um eine lebensverändernde Erscheinung oder Erfahrung. Ein großer, segenreicher Wandel steht ihnen bevor und Gott unterstützt sie bei jedem Schritt auf deinen Weg. Würde auch viele passen, weil den Weg haben wir hier. So, dann haben wir hier vier Steine bekommen. Ups. Zum einen hat jemand bekommen einen Türkis, also Türkis. Spiritueller Weg, hätte man wieder den Weg, ne? Der hat da der schon den Auftakt hier gemacht. Es geht um deinen Seelenweg. Also hier geht es darum, dass du dich deinen Seelenweg widmen sollst, deine Seele umarmen sollst. Und ihren wahren Überzeugungen werden ihnen klarer, was sie dazu veranlasst, die notwendigen Änderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Ähnlich wie Lapis Lazuli, Türkis. Amethyst, enthüllen sie ihr wahres Selbst. Wenn sie anderen ihren wahres Selbst offenbaren, werden sie dafür geliebt, wer sie wirklich sind. Deine Seele möchte, dass du dich so zeigst, wie du bist. Zu jedem, ja, von deinen Familienmitgliedern bis raus zu deinen Freunden. Dann haben wir den Granat, Reinigung und Entgiftung. Es ist Zeit, sich vom physischen und energetischen Giften in ihrem Leben zu befreien. Hier geht es um die Reinigung,
Ja, also das haben wir schon nachher gehabt, wo ich gesagt habe, hier geht es um eine Hausräucherung oder du selber sollst dich mal räuchern und klären und reinigen. Und die anderen haben, den kenne ich jetzt nicht, den Tansanit. Bereit wieder zu lieben. Herzöffnung haben wir hier. Die Wunden der Vergangenheit sind genügend geheilt, um ihr Herz einer neuen Liebe öffnen zu können. Das heißt, du bist schon geheilt. Hier geht es nur mehr darum, dass du dein Herz öffnest. Hier haben wir Herzöffnung. Na, dann legen wir die glatt dahin. Jetzt weißt du, welchen Stein du dir zulegst, wenn dich das anspricht. So, Meditation. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Karten. Was möchte deine Seele dir noch mitgeben auf den Weg? Deine Seele sagt, du sollst bitte aufhören zu weinen oder jemanden hinterher zu trauern. Du hast ein viel schöneres Leben verdient. Die Seelen von denjenigen, die das jetzt anspricht, wir ziehen ja noch mehrere Karten, geht es darum, dass du die Tränen werden jetzt getrocknet und du darfst wieder voller Zuversicht in dein Spiegelbild blicken, sagen sie bei dieser Karte zu dir. Wow, du wirst vom kleinen Schwan zum großen Schwan. Hier ist eine große Veränderung, das heißt, du bist herangewachsen vom kleinen, unsichtbaren Wesen zu einem sichtbaren Schwan. Und das war so lustig, wie ich nach Fürstenfeld gefahren bin, ist ein Schwan auf der Straße gegangen, wirklich ein Schwan. Und der war so schön, das war so lustig. Ich bin dann, weil er ist nicht zur Seite gegangen, also wir waren da wirklich schon, ich glaube schon zu 10 Minuten, 12 Minuten, da bin ich ausgestiegen und wollte den Schwan zur Seite, habe ich dann auch gemacht. Aber im ersten Moment, und da merkt man erst, wie ruhig, dass man selbst sein darf, damit der Schwan ist dann auch zur Seite gegangen. Zuerst hat er mich angepfaucht, ich wusste gar nicht, dass Schwäne pfauchen können, ja. Das war so krass, der hat mich angepfaucht und gesagt, boah, jetzt vertreibt er mich da. Ich setze mich lieber wieder in mein Auto zur Sicherheit, ne? Aber denkt, nein, der tut mir jetzt so leid, der ist schon so gestresst und der LKW-Fahrer war auch so nett. Und wir haben dann diesen Schwan dann, der ist dann auch ausgestiegen und wir haben dann zu zweit dann den Schwan mit ganz viel Ruhe, wieder Yin-Yang, ne? Auch wenn ich jetzt so nachdenke, männlich-weiblich, diesen Schwan zur Seite gebracht und er ist dann in die Wiese hineingekupft und er war dann weg. Und das ist ganz gut. Also das ist auch etwas, was dieses Feingefühl, Mitgefühl, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Also hier sich Jana gestresst fühlen, weil dann fühlt sich der andere auch gestresst, weil der Schwan hat sich ja schon bedroht gefühlt von diesen vielen Autofahrern. Und ja, das war spannend, ja. Crazy. War eine schöne Challenge, ja, diesen Schwan zur Seite zu geben. Wow, hier steigst du aus. Deine Seele möchte, dass du feierst, Spaß hast und mal das Leben von einer ganz anderen Seite kennenlernst. Mach etwas, was du bis jetzt noch nicht gemacht hast, zeige dich und ich glaube, du bist schon bereit, dich zu zeigen. Du feierst, du hast Spaß. Mach mal das, was du sonst nicht gemacht hast, ja. Also sehr, sehr schöne Karten, die du hier bekommen hast von deiner Seele. Also hier wächst du von einem kleinen Schwan, wirst du zum großen Schwan. Okay, sehr gut. Gut, dann kommen wir weiter.
Ja, du arbeitest daran. Deine Seele sagt, sie sieht und spürt, dass du sehr hart arbeitest. Die Seele möchte aber nicht, dass du hart arbeitest. Und die Seele möchte gerne, dass du das machst hier. Das. Und das mal zur Seite legst. Also hier geht es nicht um harte, schwere Arbeit an dir oder an deinen Job oder an irgendwas, sondern hier geht es mal, dass du auch mal das Leben mehr genießen darfst, ja, und mal mutig ans Leben, nicht das Leben vorbeiziehen lässt, sondern mutig wirst zu leben. Also werde mutig zu leben. Ja, zu leben braucht auch ganz viel Mut, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also das ist schon wichtig. Aber du machst dich auf den Weg, du möchtest das auch, also insgeheim ist es auch ein Wunsch von dir, dass etwas leichter wird. Und ich kann euch nur sagen, in der Luftepoche wird es eh schon leichter. Wir werden immer leichter und das ist unser Ziel. Deshalb auch die künstliche Intelligenz, also da möchte ich auch gerne mal so ein bisschen ein Video darüber drehen, weil mich viele, viele Menschen fragen wegen dieser künstlichen Intelligenz. Und wenn es euch interessiert, schreibt es mal unten in die Kommentare hinein. Also du machst dich, deine Seele sagt, du möchtest das auch, ja? Du willst auch gesehen werden, du möchtest das genießen, dein Leben. Ja, hier reicht man dir das Friedenslicht. Die Seele sagt, du beginnst langsam zu leuchten. Deine Flamme ist hoch. Du kannst andere Menschen das Licht ebenfalls entfachen durch dein Licht. Also das ist auch der Sinn. So. Ja, hier ist der Page, der Kelche. Und hier geht es um einen Anfang, um einen Neustart, um einen Gefühl-Neustart. Das ist natürlich Neuland, ne? Also wenn du immer Hosen anhattest und dich immer versteckt hast und das Bäuchlein und ich weiß nicht was, dass du da wirklich jetzt mal dich so anziehst, wie du das Gefühl hast, dass du das möchtest, ja? Also hier sehr, sehr sinnlich, sehr, sehr sexy. Ich meine, es hat sich eine umgedreht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Entweder hat es sich nur so angefühlt. Es hat sich nur so angefühlt. Ja. Okay. Die große Last, die große Bürde, sagt die Seele, ist vorbei. Ja. Und das ist eben diese harte Arbeit, die wir hier schon hatten, ja. Das möchte, dass deine Seele, dass das endlich vorbei ist. Deine Seele möchte nicht, dass du hart alles erkämpfst. Ja? Hier solltest du vielleicht mal den Fokus ein bisschen auf Feiern legen, auf Spaß, auf Lachen mit Gleichgesinnten und mal nicht, ja, ich wusste, es hat sich eine umgedreht. Ne? Du wolltest dich aber noch zeigen. Aha, aha. Wow, the lovers. Vielleicht, deine Seele sagt, irgendwie nimmst du deinen Kelch der Liebe nicht. Ja, kannst du auch nicht, weil dein Herz nicht offen ist. Okay, mach Klingeling. Hier solltest du dein Herz öffnen, damit du die Liebe nehmen kannst. Hoppla, ach Gott, die Nackis. Sorry. Dass du die Liebe nehmen darfst und nehmen kannst. Hier geht es wirklich darum, dass du wieder die Liebe in dein Leben holst und nicht dich die Liebe verweigerst, ja. Zieh Liebe an und du wirst merken, dass es immer mehr, du wirst Gerechtigkeit bekommen, mein Schatz. Es kommt Gerechtigkeit in dein Leben hinein. Sehr schön, das war's, meine Lieben. Deine Seele hat gesprochen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ganz viel Licht, Liebe, Wärme, Fürsorge und umarmt mal eure liebe Seele. In dem Sinne, tschüss, baba.